Moin. Und Goradir. Ihr seid die Freundin von Dringot, richtig? Dringot. Das klingt irgendwie so langweilig. Dringoth finde ich viel geiler. Ich habe ihn wieder zusammengesetzt. Ah, Weberin Amariel wird sich darüber nicht freuen. Weberin Amariel? Sie ist sehr schlau. Mit einem guten Sinn für Humor. Und sie hat keinerlei Geduld mit dem Schabernack, den Dringoth immer treibt. Vor Jahren schon hatte sie genug davon. Also hat sie ihn auseinandergenommen und seine Teile über den Knochengarten verteilt. Ich musste so lachen, dass mir die Bahre verrutscht ist. Toll. Was könnt ihr mir über Dringoth erzählen? Die meisten von uns wollen in unseren eigenen Knochen schlafen. Aber Dringoth hat sich die von einem lange dahin geschiedenen Elfen ausgeliehen. Er war schon immer so ruhelos, selbst als er noch lebte. Wo sind seine ursprünglichen Knochen? Die wahren Knochen von Dringoth sind mit den Wurzeln des Barrenzweigs verwachsen. Manche sagen, sie wären die Ältesten im ganzen Garten. Passt auf ihn auf, ja. Seine Sorglosigkeit nagt oft an den anderen, die hier begraben sind. Was seid ihr? Müde. So müde. Toll. Was wart ihr, bevor ihr gestorben seid? Viel größer. Ey, verarschen. Verarschen kann ich mich selbst. So. Oha. Hüter der Knochen. Hüter der Knochen, ganz still und stumm. Der Meister Dringoth haut die Krippe um. Entlang. Irgendwo rechts nach oben lang geht es auf den Berg hoch. Hüpfer, hüpfen. Eisen, feine Eisen. Hoch. Hi. Schön. Oh, 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 oh. Ja, gut, dann nicht. Ich hasse das, wenn die das machen. Dann fällt man immer so tief.
Ach, es sind 200, schade. Trinkgoff. Weberin Amariel, wir brauchen eure Hilfe. Es handelt sich um einen Notfall. Dringot, wer hat euch denn wieder zusammengesetzt? Haben wir euch diese Wurmkultisten zu verdanken? Aber nein, nun nicht so ganz. Meine Freundin soll es euch erzählen. Warum habt ihr zugelassen, dass Dringot euch dazu überredet? Wisst ihr, wie viel Ärger er in den Knochengarten gebracht hat? Entschuldigt. Allein seine Gegenwart verschlimmert meine Manieren. Was braucht ihr? Wurmkultisten haben den Knochengarten übernommen. Ja, ihr Anführer Etruin hat vage Drohungen ausgesprochen, ich dürfte nicht länger bleiben. Er versucht, die alten Knochen unter dem Barenzweig auszugraben. Aber es ist unmöglich, dass er das schafft, bevor Eldenwurz eine Patrouille schickt. Also bleibe ich, wo ich bin. Sie haben bereits Gorath dir freigelegt. Freigelegt? Aber das würde doch Wochen dauern. Wie haben Sie das so schnell geschafft? Sie erheben eine Armee von Skeletten. Warum? Diese alten Knochen sind doch wertlos für Sie. Der Barenzweig behütet Sie vor Nekromantie. Aber wenn es Ihnen gelingt, die Wurzeln des Barenzweigs auszugraben... Oh nein. Sie haben vor, die alten Knochen in eine Armee zu verwandeln. Wir müssen die alten Knochen aufwecken, bevor der Wurmkult das tut. Hier, das ist Mirinans Horn. Geht unter den Barenzweig und lasst vor dem Tor das Horn erklingen. Das ist der einzige Weg hinein. Es sei denn, ihr wollt dem Wurmkult beim Graben helfen. Und lasst Dringot nicht mit dem Horn davon schleichen. Alles klar. Kopf hoch. Ich sagte Kopf hoch. Danke. So, Kernelemente. Kernelemente, sagte ich. Betretet den Barenzweig. Tschalalalalalala. Ah, cool, diese komische Flöte wieder. Auch schon wieder Spieler. Ja, er macht die Arbeit für mich, das ist gut. Dann kann ich ja weitergehen. Ich habe eh nichts davon, wenn ich mit den Gegnern kämpfe. Geht's nur wirklich nicht. Sie befinden sich bereits im Innern. Wenn wir Glück haben, haben Sie das Herz des Barenzweigs noch nicht erreicht. Wenn wir Glück haben. Nirinan entdecken. Erwecken. Meine Fresse. Warum sind hier auf einmal so mehr Viecher als eigentlich? Schon wieder ein Spieler. Die vermiesen einen die gesamte Questgebung. So, zack, zack, zack. Alles fertig. Wir können den Durchgang nicht benutzen. Ich soll das Horn benutzen. Na gut, funktioniert es eben nicht. Wer stört das Herz des Barenzweigs? Ich. Nirinan, genug mit dem Theater. Ihr müsst uns hineinlassen. Dringot, was macht ihr denn hier? Und wer begleitet euch? Und weshalb befinden sich Eindringlinge im Wurzelwerk des Barenzweigs? Dringot, was habt ihr nur getan? Nichts. Ich versuche zu helfen. Schon wieder bringt ihr Leid über uns.
Dieses Mal ist eine Verbannung zu gut für euch. Gut, was habt ihr getan? Dringot, was habt ihr getan? Hier soll man nicht durchlaufen, hier soll man rennen. Hier soll man gehen. Was nehmt ihr uns diesmal weg, Dringot? Können Sie überhaupt durch? Ihr hättet gehen sollen, Dringot. Ja, schöner Effekt. Ulfras wird euch nicht noch einmal vergeben. Nicht noch einmal vergeben? Hat er schon mal im Mist gebaut? Warum, Dringot? Warum seid ihr zurückgekommen? Oh Gott, das ist ein Boss. Der Chef. Dringot, ihr wurdet verbannt und doch wagt ihr es zurückzukommen? Ulfras, hört mich an. Wir sind in Gefahr. Nekromanten versuchen, den Barenzweig zu töten. Ihr warnt vor Gefahr. Dringot, der mit seinem Wamst einst ganze Völker niederwalzte. Eure Unruhe war es, die dazu führte, dass wir hier gefangen sind. Im Knochengarten befinden sich viele Elfengebeine. Wenn wir sie alle gemeinsam benutzen, können wir den Eindringling vertreiben. Gemeinsam? Wann habt ihr jemals etwas getan, was uneigennützig war? Schon wieder bringt ihr uns erst in Gefahr und fleht uns dann um Hilfe an. Es reicht. Ihr werdet unter dem Barenzweig bleiben, bis die Welt euch vergisst. Oh. Erhebt euch, ja! Eure Gebeine werden sich vor dem schwarzen Wurm verneigen. Aha. Wir haben keinen Ärger mit euch, Lebende. In der Tat danken wir euch, dass ihr uns erweckt habt. Die Invasoren im Barenzweig müssen aufgehalten werden. Warum kann Dringot nicht beim Kämpfen gegen den Wurmkult helfen? Weil wir ihn für seine Vergehen bestrafen müssen. Die Hülle aus Elfenknochen, in die er verbannt wurde, passt nicht mehr zu ihm. Wir werden ihn in seinen alten Schädel zurückversetzen, um den herum der Barenzweig einst gewachsen ist. Eben jener Schädel, der diesen Raum umgibt. Oh. Umgibt? Warum müsst ihr das jetzt tun? Die Verbrechen von Dringot sind unverzeihlich. Einst suchten wir den wahren Tod in den fernsten Weiten der Welt. Doch sein zielloses Wandern war es, das zu unserer Gefangenschaft führte. Hier können wir niemals sterben. Ich habe gerade rausgeklickt. Ich habe ein... Das hat folgenden Hintergrund, weil ich will eben was checken. Oh Mann. Ich suche gerade nach folgendes, nach einem Kostüm. Das erklärt's. Ich suche nach einem bestimmten Kostüm und ich will gucken, ob diese Quest hier die Haupthandlung dafür ist.
Offensichtlich aber nicht. Gut. Erzählt mir, was er euch angetan hat. Diese Geschichte ist ebenso lang, wie sie alt ist. Ihr würdet es tatsächlich erdulden, sie zu hören? Ja. In längst vergangenen Tagen sehnten sich unsere alten Knochen nach dem süßen Kuss der Sonne und nach Freunden, die wir zu Lebzeiten kannten. Doch unser ruheloses Wandern verursachte ungezähltes Leid. Wir gingen weit fort, um von der Welt vergessen zu werden, um zu sterben. Doch Dringoth wanderte weiter umher, um zu zerstören. Wieso? Er konnte es nicht ertragen, lange an einem Ort zu bleiben. Doch während er seinen Blick auf den Horizont richtete, vergaß er, auf den Boden zu schauen. Ganze Städte wurden von ihm zermalmt. Inmitten all dieser Zerstörung erkannten die Waldelfen von Falinesti seine Wanderlust als das, was sie war. Was haben sie gemacht? Sie luden ihn ein, sich den Reisen ihrer wandelnden Stadt anzuschließen. Seine Begeisterung verschaffte ihnen genug Zeit, um ihn mit einem Schlafzauber zu bewegen. Ahnungslos legte er sich zum Schlafen nieder. Dann begruben sie ihn und pflanzten einen Samen in seinen Schädel. Im Lauf der Zeit wurde daraus der Barenzweig. Wenn seine Knochen geschlafen haben, warum hasst ihr ihn dann? Die Waldelfen von Falinesti fürchteten, unsere dahinschwindenden Knochen könnten ebenfalls von der Wanderlust gepackt werden. Also suchten sie nach uns und brachten uns in den Knochengarten. Hier haben sie uns unter den Schreinen von Ifre begraben und dafür gesorgt, dass man uns nie vergessen wird. Eben deshalb kann keiner von uns sterben. Und in der nächsten Folge die Fortsetzung.